Ich werde heute aus der Bibel einen etwas längeren Text vorlesen. Und dabei geht es mir im ersten Teil einfach nur, dass wir die Ostergeschichte mal gehört haben. Ich werde kurz darauf eingehen. Und dann geht es mir letztendlich um den zweiten Teil, und zwar um die Jünger, die nach Emmaus unterwegs sind oder waren. Und über die möchte ich dann halt gerne nochmal reden. Also, ich fange an vorzulesen. Lukas, Kapitel 24, ab Vers 1 bis Vers 35. Und und ihr könnt auch auf dem Bildschirm mitlesen. Das müsste damit abgebildet sein. Richtig. Okay. An dem ersten Tag der Woche aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber einen Stein von der Gruft weggewälzt, und als sie hingegangen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Und als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Erinnert euch daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie erinnerten sich an seine Worte, und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln. Und diese Rede schien ihnen wie Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft, und als er sich hineinbeugte, sieht er nur die Leinentücher, und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige in Jerusalem, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die Hohenpriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: Ihr Unverständigen und dem Herz Zuträge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten an, anfangend, erklärte er ihnen alle Schrift, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und er segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schrift eröffnete? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf,
und die, die mit ihnen waren, versammelt. Die sagten: Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war am Brechen des Brotes. Bevor ich darüber rede, möchte ich gerne mit euch zusammen beten. Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Wir danken dir vom ganzen Herzen, dass wir heute einen sehr hoffnungsvollen und einen schönen Tag haben. Ein Tag, an dem wir nicht deprimiert sein müssen, sondern uns freuen dürfen und uns erinnern dürfen an das, was du für uns getan hast. Und dass du den Tod besiegt hast und auferstanden bist und dass der Tod keine Macht mehr hat an die, die an dich glauben. Danke, Herr, dass wir jetzt mit dir Gemeinschaft haben dürfen und ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass du uns dieses Wort hier offenbarst, dass du unseren Geist öffnest für deinen Geist und dass du zu uns sprechen kannst. Im Namen Jesu. Amen. Wir haben am Freitag das Abendmahl gefeiert. Das war ein sehr schönes Ereignis. Zu Hause mit meiner Frau haben wir das Brot gebrochen, das Weinglas weitergegeben. Und dabei hat auch der Herr mein Herz sehr berührt. Für mich war das kein Tag der Trauer, wo ich wie so ein Beerdigungstag an ihn gedacht habe, sondern ich war innerlich bewegt, weil ich gesehen habe, was er für mich getan hat, was er für mich persönlich getan hat. Dass er für mich persönlich die Schmerzen auf sich genommen hat und für mich gelitten hat. Das hat mein Herz sehr bewegt. Ja? Und ich wollte es dann auch meinen Kindern erklären. Zum Teil war meine Stimme irgendwie weg ein bisschen und weil es mich innerlich dann so gepackt hat. Und Jesus ist am Kreuz gestorben. Und wir lesen auch in der Bibel, dass es eigentlich auch ein großes Ziel von Jesus war, die Menschen gerade von dieser Todesfurcht zu befreien. Das war eigentlich der Grund, warum er am Kreuz gestorben ist, damit die Menschen frei werden von Todesfurcht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist diese Todesfurcht eigentlich, die ist eigentlich immer präsent in unserem Leben, ob wir es zugeben oder nicht. Sehr oft habe ich mit Menschen über den Tod geredet und ganz oft, wo ich sie dann gefragt habe, ob sie Angst vor dem Tod haben, sagten sie, nö, habe ich nicht. Und, aber ich habe es auch dann sehr oft erlebt, wenn dann Krisen ins Leben hineinkommen, so viel wie vielleicht die jetzige Krise, dass man sehr wohl Angst vor dem Tod hat und dass man sich eigentlich widerspricht dadurch. Und ich nehme mal dieses Beispiel, dass wenn man im Flugzeug fliegt und das Flugzeug noch gerade fliegt, dann sind alle Menschen, nö, Tod ist nicht so schlimm, ja, Quatsch, ich bin bereit dafür und so weiter und so fort. Alle machen sich große Pläne über das, was sie in New York machen werden, über ihre Sportevents und Erfolge, die sie im Leben erreichen wollen, vielleicht Menschen, die sie besuchen wollen. Doch in dem Moment, wo das Flugzeug nach unten fliegt, im Sturzflug, in dem Moment wirst du wiederfinden, wie die Menschen wahre Furcht empfinden und plötzlich jeder anfängt in diesem Moment in irgendeiner Form seinen Gott anzurufen, an den sie glauben. Manchmal wirkt das Leben auf mich so, neben den ganzen schönen Momenten, die wir haben, aber manchmal wirkt das Leben für mich irgendwie wie, als wenn man mitten auf dem Ozean ist und man ist am Schwimmen, ja, und man darf gar nicht aufhören zu schwimmen, denn in dem Moment, wo man aufhört zu schwimmen, geht man unter und stirbt. Und so kommt mir auch manchmal das Leben vor, man muss aktiv sein, man muss sich bewegen, man muss arbeiten, man muss essen. Sobald du mit irgendwas davon aufhörst, dann wird es nicht lange dauern und du bist tot. Der Tod ist eine Konstante in dem menschlichen Leben. Einmal habe ich einen kleinen Test gemacht mit meinen Konfirmanden aus Eschelborn-Eidenstein und da habe ich eine Frage gestellt und das hat mich mal so persönlich interessiert und ich habe sie gefragt: Was glaubt ihr eigentlich? Gibt es noch heutzutage absolute Wahrheiten oder irgendwelche Konstanten, irgendeine absolute Tatsache, die unveränderlich ist? Unabhängig von der Nation, unabhängig von der Rasse, unabhängig von unserer Kultur, unabhängig, ob wir Mann oder Frau sind, egal wer wir sind, gibt es eine Konstante. Und alle waren sich einig, sie haben dann halt in Kleingruppen sich zusammengesetzt, darüber nachgedacht und dann ihre Lösungen vorgetragen und dann kam daraus, der Tod ist die Konstante, die uns alle trifft. Wir werden alle damit zu tun haben, früher oder später. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Telefonat mit einem Mädchen oder einer Frau mittlerweile, eine Frau aus Finnland. Und das Mädel, die ist so um die 30, so muss sie sein. Und ich habe mit ihr schon lange keinen Kontakt gehabt, sie hat den Kontakt zu mir gesucht. Und dann habe ich plötzlich von meiner Frau gehört, weil sie über Facebook versucht hat, mich anzurufen oder zu kontaktieren, dass ihre Mutter gestorben ist.
Und die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter war nicht so gut. Sie war auf Distanz und sie sind gerade an den Punkt gekommen, wo sie angefangen haben, miteinander zu reden. Und sie war gerade an dem Punkt, wo sie sehr hoffnungsvoll war, dass sie mit ihrer Mutter reden kann und Dinge bereinigen kann und dass sie Frieden haben kann, dass sie sich umarmen können, dass Dinge wieder funktionieren. Und unerwarteterweise ist aber ihre Mutter gestorben. Sehr plötzlich, von einem Moment auf den anderen. Sie hat irgendwas im Gehirn gehabt, da ist irgendwas geplatzt und dadurch ist sie gestorben. Ich habe das nicht gewusst, ich habe das erst eine Woche später erfahren. Und dann habe ich sie dann angerufen und wir haben miteinander geredet. Und in dem Moment, wo ich sie angerufen habe und den Hörer am Telefon gehalten habe und sie rangegangen ist, das Erste, was ich gehört habe, ich habe ein bitterliches, lautes Weinen gehört. Und das ging 20, 30 Minuten am Telefon. Einfach nur gellendes, schreiendes Weinen, ein Bereuen, ein Traurigsein, ein Deprimiertsein, ein Hoffnungslossein. Das war sehr herzzerreißend, was ich dort gehört habe. Das hat mein Herz sehr bewegt. Ich wusste auch nicht, was ich sagen sollte. Und dann hat sie mich auch ein bisschen angeklagt und gesagt, wo warst du denn vor einer Woche? Ich wollte mit dir vor einer Woche schon reden. Vielleicht hättest du irgendwas für meine Mutter tun können. Ich habe mich sehr gewundert darüber, dass sie an mich dann gedacht hat. Aber es hat mein Herz sehr bewegt. Das hat mich auch dann wirklich berührt. Und ich habe dann versucht, Worte zu finden, um sie zu ermutigen und zu stärken und so weiter. Aber wenn man das so mitkriegt und erlebt, dann merkt man, der Tod ist irgendwas Grausames und Furchtsames. Und es ist überhaupt nicht schön. Der Tod ist brutal. Er zerreißt liebende Menschen und er gibt sie nicht wieder her. Sie bleiben im Tod, man sieht sie nicht mehr. Man ist plötzlich alleine auf dieser Erde und man muss alleine kämpfen. Und manchmal auch, wenn man so die älteren Generationen anguckt, die es auch nicht so leicht haben. Sie werden älter und Menschen, die sie kennen, sterben langsam weg. Sie sind dann auch noch einsam dazu. Krankheiten kommen rein und das ist so ein langsamer Prozess, wo man langsam dort hineingeht. Und ja, wenn man sich das Leben mal aus der Perspektive anschaut, dann denkt man, es geht wirklich, es ist sehr schwarz eigentlich, ja. Und hier kommen wir plötzlich mit einer Geschichte, mit einem Ereignis an, dass jemand, der auf eine brutalste Art und Weise gefoltert wurde, gestorben ist und also man hat ihn wirklich so gefoltert bis zur Unkenntlichkeit. Also wenn du damals zu der Zeit Jesu vor Jesus gestanden hättest, du hättest ihn höchstwahrscheinlich nicht mehr erkannt. So zerstellt und so entstellt sah er aus, ja. Bitterlich gelitten, ausgepeitscht auf brutalste Art und Weise und dann Dornkrone mit langen Dornen aufgesetzt und dann mit Nägeln durchbohrt, an der Seite durchbohrt und wirklich dort am Kreuz leiden, getrennt von Gott, auch durch die Schuld, durch die Sünde, hängt Jesus und stirbt. Und das haben natürlich seine Jünger alles gesehen, erlebt. Und für sie war das ganz klar und deutlich, das ist eine Konstante, dagegen kann niemand ankommen. Diese Konstante ist absolut unser Meister, unser Herr, auf den wir vertraut haben, auf den wir unsere ganze Hoffnung gesetzt haben. Er ist tot. Haben wir uns geirrt? Liegen wir jetzt falsch? Ist alles vorbei? Petrus nahm sogar seine Jünger und sagte, Jungs, auf geht's, lass uns fischen gehen. Lass uns zurück zu unserer Arbeit gehen, lass uns zurück zu dem gehen, was wir davor getan haben. Wir haben es geirrt. Er war doch nicht der König. Er war doch nicht derjenige, der gekommen ist, um das Volk Israel zu erlösen aus der Gefangenschaft und Knechtschaft. Der Tod war stärker als die Worte Jesu. Der Tod war stärker als das Leben Jesu. Er ist nicht mehr da. Er ist gestorben. Doch wir lesen hier eine Geschichte. Maria Magdalena geht ans Grab. Und sie hatten Verlangen, nochmal Jesus mit bestimmten Salbein einzureiben. Und dort findet sie plötzlich das Grab leer, den Stein weggerollt. Ein Engel ist dort und sagt ihr, den du suchst, ist nicht hier. Er hat euch gesagt, dass er auferstehen wird, dass er von den Toten auferstehen wird. Maria und die anderen Frauen, sie gehen zu den Jüngern und sie erzählen es ihnen. Das ist ganz interessant, wie Jesus hier sich auch offenbart. Er kommt nicht einfach raus und sagt, tada, hier bin ich und alle, wow, er ist da. Sondern er benutzt Frauen, er geht nicht direkt zu seinem engsten Kreis und er spricht zuerst mit diesen Frauen. Oder ein Engel spricht mit diesen Frauen. Und dann begegnet ihn Jesus und dann gehen sie zu den Jüngern und erzählen ihnen. Und dann heißt es hier, dass die Jünger es für Geschwätz hielten. Ich habe noch eine andere Übersetzung gestern Nacht gelesen und da heißt es, sie hielten das Ganze für ein Märchen. Ja? Und ich glaube in der Tat,
wenn wir an diesen absoluten Tod denken und dann, dass dort jemand irgendwie auferstanden ist und diesen Tod überwunden hat, besonders nachdem man ihn so zerfetzt gesehen hat, das kann nur ein Märchen sein. In ihrem Kopf haben sie es komplett abgeschaltet. Sie glauben nur noch das, was sie sehen. Und sie haben gesehen, dass Jesus tot ist. Und deshalb muss Jesus tot sein. Und alles, was gegen dieses Gesehene dagegen spricht, ja, ist ein Märchen, ist Humbug. Und etwas später gibt es eine weitere Geschichte, wo Jesus zwei Jüngern auf dem Weg begegnet. Und diese Geschichte ist sehr interessant. Und ich lese noch einmal vor hier. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hat. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Sehr interessant. Jesus ist von den Toten auferstanden. Die Jünger sahen es, sie glaubten in ihrem Kopf, dass Jesus tot war. Und als dann Jesus plötzlich vor ihnen stand und mit ihnen redete, konnten sie ihn nicht erkennen. Und wenn ich an mich selbst denke, als ich noch jung war im Glauben oder gerade angefangen hat mit im Glauben, wie oft habe ich mir an Gott die Zähne ausgebissen, weil ich Gott nicht sehen konnte. Und manchmal habe ich nach Zeichen gefordert, manchmal wollte ich irgendwas erleben und es kam einfach nichts. Und wenn dann irgendwas gekommen ist, dann war es irgend so eine Kleinigkeit, wie irgendwelche Frauen haben berichtet oder plötzlich kam irgendein Mensch, der mir irgendwas erzählt hat oder irgendwas, was ich gelesen habe oder plötzlich irgendwo ein Schild, so richtig so klein und mickrig und nicht so groß und stark und so ein Wunder, wo ich ihn plötzlich gesehen habe. Und ich habe gemerkt, dass Gott eine Art hat, sich zu offenbaren, die anders ist, als wir Menschen es gerne tun. Er möchte in den Menschen den Glauben entfachen. Er will, dass die Menschen nicht mehr mit den äußerlichen, fleischlichen Augen sehen, sondern mit den Augen des Herzens. Und die Augen des Herzens, das ist der Glaube. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus sich selbst nahte und es heißt, ihre Augen wurden gehalten. Sie erkannten Jesus nicht. Ich habe vorhin gesagt, dass die Jünger so funktionierten, sie sehen oder sie glauben nur das, was sie sehen. Doch die Wahrheit ist eigentlich eine ganz andere Wahrheit. Eigentlich ist es ja so, sie sehen ja nur das, was sie glauben. Ja? Das ist ganz oft auch bei uns so. Ich habe das auch bei vielen Menschen gemerkt. Menschen tragen schon eine Überzeugung in sich selbst drin. Und wenn du ihnen Fakten und Fakten und Fakten auf den Tisch legst, sie sehen es einfach nicht, weil sie etwas glauben, weil sie von etwas überzeugt sind. Und du kannst sie mit Fakten allein nicht mehr überzeugen. Es ist eine Glaubenssache. Ja? Und so auch hier. Und das Interessante ist, dass Jesus auch dementsprechend handelt. Gott handelt so. Er offenbart sich uns nach unserem Glauben und gibt uns stückchenweise, krümmelweise Dinge, die uns ein bisschen mehr die Augen öffnen. Und je mehr unsere Augen aufgehen, umso mehr offenbart er sich. Aber das Ziel ist es, uns an den Punkt zu bringen, wo wir aus dem Glauben herausleben, nicht mehr aus dem Schauen, nicht mehr aus den fünf Sinnen herausleben, sondern aus dem Glauben an das Wort, an die Wahrheit. Ich lese weiter. Also sie unterhielten sich hier über das, was dort passiert ist. Und hier sagt Jesus plötzlich, er sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Also die ganze Stadt Jerusalem hat das mitgekriegt. Und plötzlich kommt ein Typ an, komplett so unschuldig. Ja, aber was redet ihr denn hier eigentlich dort? Und sie kommen komplett zerschmettert in ihrem Herzen und sagen, sag mal, bist du der Einzige, der in Jerusalem wohnt und der nicht weiß, was an diesem Tag geschehen ist? Und er stellt sich so unschuldig und sagt, ja, was denn? Er weiß am besten, was da passiert ist. Er war mittendrin, statt nur dabei. Er war komplett am Erleben und er hat den Tod geschmeckt und gespürt und erlebt und hang dort am Kreuz.
Und er spricht zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus von Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die Hohenpriester und Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, hier drücken sie aus, wir aber hofften, das heißt, die Hoffnung war tot, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind, und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten. Die sagten, dass er lebe. Und so weiter und so fort. Und als Jesus das hört, was sie erzählt haben, fängt er an, streng mit ihnen zu werden. Und das heißt hier, o ihr Unverständigen im Herzen, o ihr Träge zum Glauben, ihr habt doch das ganze Alte Testament, ihr habt ein Prophet nach dem anderen, von Kind auf, seid ihr erzogen, habt es gehört, dass wenn der Messias kommen wird, also der Christus kommen wird, dass er leiden wird, dass er die ganze Schuld, auf sich nehmen wird, dass er die Sünde auf sich nehmen wird und dass er dann von den Toten auferstehen wird. Auch Jesus selbst hat das mehrfach zu ihnen gesagt, dass das passieren wird. Aber der Tod ist einfach so eine starke Komponente in unserem Leben, dass wenn er einmal eingetroffen ist, wir gar nicht mehr anders denken können, es ist vorbei. Jesus wird streng mit ihnen, weil sie nicht glauben, weil sie nicht vertrauen. Und dann kamen sie plötzlich an dieses Dorf heran und Jesus wollte weitergehen in eine andere Richtung und die Jünger wollten in diesem Dorf bleiben und dann sagten sie zu ihm, bleib doch hier, sie wissen immer noch nicht, wer er ist. Jesus redete schon mit ihnen die ganze Zeit. Und wie oft passiert das in unserem Leben, dass Gott zu uns redet, vielleicht sogar 24 Stunden am Tag und wir kriegen das gar nicht mit. Er steht vielleicht direkt vor uns und redet zu uns und wir kriegen es einfach nicht mit. Weil wir sehen, was wir glauben. Wenn Gott für uns tot ist, wenn Gott für uns nicht existiert, dann wird auch dementsprechend unser Erleben sein. Wenn wir Gott eine kleine Chance geben, vielleicht gibt es eine Hoffnung, vielleicht gibt es irgendetwas, dann werden wir anfangen, Dinge mit ihm zu erleben. Und dann wird er unseren Glauben durch dieses Erleben wachsen lassen, durch sein Wort wachsen lassen. Und dann kommen wir wieder zu einem größeren Erleben. Und so wächst unser Glaube Step by Step und wird größer. Und wir sehen mehr von Gott. Und plötzlich wird Gott für uns relevanter. Und wir können Dinge sagen wie, Gott hat zu mir gesprochen oder ich habe ihn wahrgenommen. Und er hat mir das oder dies oder jenes gesagt. Und beim Lesen der Schrift merken wir auch, dass er unser Herz berührt. Und genau das erlebten hier die Jünger. Jesus ging mit ihnen mit. Und er benutzte ein Wiedererkennungssymbol, Zeichen, welches er öfters mit ihnen getan hatte. Er nahm das Brot und er brach es. Bevor er es brach, segnete er es. Das hat er immer getan. Er nahm das Brot, segnete es und brach es und verteilte es. Das war etwas, was sie immer verbunden hat. Mit dem haben sie immer Gemeinschaft gehabt. Auch beim Abendmahl haben wir es auch gemacht. Wir haben das Brot genommen, den Leib Jesu gebrochen und verteilt. Und in diesem Moment, als Jesus diese Geste vollbrachte, wurden ihre Augen aufgetan. Und sie erkannten, das ist Jesus, das ist der Typ, das ist der, an den wir gehofft haben, der am Kreuz gestorben ist, der so bitterlich gefoltert wurde und so entstellt war, der ist gerade vor uns, er hat gerade das Brot gebrochen. Das, was die Frauen erzählt haben, das ist alles real. Es kam bei ihnen an plötzlich und sie erkannten ihn. Und jetzt kommt das Spannende, in dem Moment, wo sie ihn erkannten, wo sie ihn gesehen haben, heißt es hier, und er wurde unsichtbar vor ihren Augen. Dieser Gott macht es uns echt nicht einfach. Ist es jetzt nicht der Zeitpunkt zu bleiben, sich zu umarmen, sich zu küssen, gemeinsam zu feiern, vielleicht eine Flasche Wein auf den Tisch zu stellen, genauso wie beim Abendmahl das Brot zu brechen und dann richtig, oh Jesus, wir haben es gesehen und dann tauschen sie sich gegenseitig aus und so weiter und so fort. Aber nein, Jesus verschwindet in diesem Moment. Denn er ist gekommen, um den Glauben in uns Menschen zu entfachen, damit wir diesen Sinn in uns entdecken, durch den Glauben Gott wahrzunehmen. Viele Menschen beißen sich an Gott die Zähne aus, weil es ihnen so schwer fällt, einfach zu glauben. Unsere Logik ist so stark und so dominant, dass wenn wir 1 plus 1 zusammenzählen, kann nur 2 dabei rauskommen. 3 ist unmöglich.
Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und er wurde unsichtbar vor ihren Augen. Und in dem Moment, wo der Glauben in ihn entfacht war, war es für Jesus nicht mehr notwendig, mit ihnen zusammen zu sein. Er wollte sie alleine lassen. Und dann sagten sie Folgendes, und sie sagten hier: Brannte nicht unser Herz auf dem Weg, als sie mit ihm geredet haben oder als er uns die Schrift ausgelegt hat? Brannte nicht unser Herz? Und das habe ich für mich persönlich so auch entdeckt. Sehr oft ist es so, wenn Gott redet, wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott, dann brennt unser Herz. Das heißt, wenn Gott gerade in diesem Moment zu dir spricht und du das Gefühl hast, irgendwie du siehst nichts, aber du merkst, an dem Herzen brennt etwas, dann redet Gott gerade mit dir. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben, möchte mit dir reden und mit dir einen Austausch haben. Er möchte mit dir zusammen leben. Und ich habe gemerkt, dass in meinem Leben mein Herz durch nichts zum Brennen gebracht wird, als durch Jesus. Immer wenn ich mit ihm Gemeinschaft habe, wenn ich meine Tür schließe und die Tür zumache und keiner mich sieht, ja, dann habe ich so eine Gemeinschaft mit ihm. Ich komme tanzend aus dieser Gemeinschaft heraus. Ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ich jubele innerlich. Das war nicht immer so. Früher war es schwierig. Früher bin ich ins Gebet gegangen. Ich habe nichts gefunden. Ich habe Gott angeklagt. Gott, wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Ich kann dich nicht wahrnehmen. Ich kann dich nicht hören. Aber Gott hat mir diese Krümeln, diese so hingelegt, und dadurch mit der Zeit über Jahre hinweg ist mein Glaube mehr und mehr und mehr gewachsen. Also gebe nicht auf, wenn du dir gerade an Gott die Zähne ausbeißt, wenn dir gerade es schwerfällt, diese Geschichte zu glauben. Gib Gott einen kleinen Vertrauensvorschuss und er wird es unbedingt erwidern. Brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm geredet haben? Und dann gingen sie wieder zurück, sie drehten um, sie haben ihre Pläne, ihre Ziele verändert, sie haben gesehen, Jesus ist am Leben. Sie gingen zurück zu den Jüngern und erzählten, wir haben wirklich gesehen, es ist wirklich wahrhaftig. Jesus ist gekommen, um den Glauben zu entfachen. Jesus hat den Tod besiegt. Es heißt in der Bibel, Tod, wo ist dein Stachel? Was kann uns trennen von der Liebe Gottes? Weder der Tod, noch das Leben, noch irgendeine Gewalt kann uns trennen von der Liebe Gottes. Jesus hat für uns den vollen Preis bezahlt. Und wir Menschen dürfen jetzt teilhaben an seiner Auferstehung. Nicht nur erst, wenn wir tot sind. Wir Christen verkündigen keine Escape, also Fluchtreligion. Ein Fluchtweg aus dieser Welt. Nein, sondern du kannst jetzt in deinem Leben dieses Auferstehungsleben erleben und erfahren und darin wandeln, jetzt, wo du noch am Leben bist, nicht erst nach dem Tod. Wir können jetzt schon in unserem Herzen das Auferstehungsleben Jesu erleben und erfahren. In Johannes 3, Vers 15 heißt es, ich lese euch das mal kurz vor hier, Johannes 3, Vers 15, da heißt es, genau, steht auch da, können das mitlesen, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Das ist das Schwierige. Gott ist unsichtbar, aber er fordert von den Menschen, dass wir glauben. Das Evangelium ist sehr einfach. Ganz am Anfang, vor tausenden von Jahren, ich weiß nicht genau, wann es war, durch einen Menschen kam die Sünde in diese Welt. Durch einen Menschen kam die Sünde in diese Welt und somit auch der Tod. Der Tod wurde von diesem Zeitpunkt auch Teil unseres menschlichen Lebens. Ob wir es wollen oder nicht. Wir müssen nicht an Adam glauben, damit wir Teil der Sünde, Teil des Todes werden. Es ist einfach Realität. Genetisch geht der Tod weiter und ich trage ihn mit mir. Jeder Mensch trägt die Sünde, den Egoismus in sich selbst, hat damit zu kämpfen und muss, und fällt und sündigt und muss eines Tages sterben. Jeder Mensch, egal wer. Aber es gibt eine Bedingung bei Jesus. Damit wir dieses Auferstehungsleben erfahren und erleben, gibt es eine Bedingung. Das ist der Glaube. Der Glaube ist eigentlich nichts anderes, einfach, dass man es im Glauben annimmt, dass man dieses Opfer, dieses Geschenk, das er für uns vollbracht hat, gegeben hat, dass wir es annehmen. Wenn wir es nicht annehmen, so werden wir es auch nicht erleben. Im Glauben. Das ist genauso, als wenn du schwer krank bist
Und du hörst, es gibt diese Medizin und jemand kommt zu dir und sagt, hier, wenn du diese Medizin nimmst und diese zunimmst, zu dir zunimmst, wirst du gesund werden. Ja? Der Mensch nimmt diese Medizin, er schaut sich die Medizin an, er wird aber keine Genesung erleben. Durchs Anschauen der Medizin, auch wenn er davon hört, er wird keine Genesung dadurch erleben. Er kann die Medizin nehmen, ein in die Tasche stecken und regelmäßig mitführen. Er wird keine Genesung erleben. Sondern erst, wenn er dieses Fläschchen aufmacht, diese Medizin nimmt und im Glauben, okay, ich probiere es mal aus, und dann nimmt er diese Tablette. Und plötzlich merkt er nach ein paar Stunden, dass es ihm besser geht. Und nach ein paar Wochen ist er genossen und ist geheilt. So ist es auch mit Jesus. Ja? Er ist gekommen, damit wir ewiges Leben empfangen. Er will uns nicht verdammen und verurteilen, sondern erretten. Er will, dass wir heute in der Tat den Tag der Auferstehung in unserem Leben feiern. Jetzt kommt meine Frage zum Schluss, mit der ich euch entlassen möchte. Ist Jesus in unserem Herzen auferstanden? Haben wir diese Pille genommen und ist diese Pille Teil von uns geworden? Haben wir dieses Auferstehungsleben schon in uns? Feiern wir die Auferstehung? Haben wir immer noch die Todesfurcht in uns? Oder wurden wir durch den Tod und die Auferstehung von der Todesfurcht befreit? Ich wünsche euch, oder wir wünschen euch allen, einen gesegneten Osterfeiertag, eine gute Zeit miteinander, in der Familie, zu Hause natürlich, da wo ihr seid. Auf jeden Fall schnappt euch heute mal das Telefon, ruft euch gegenseitig an, dass wir auch so vielleicht ein bisschen Gemeinschaft erleben können, dass wir nicht alleine zu Hause vor uns irgendwie dahinschmoren, sondern dass wir einfach Gemeinschaft miteinander suchen und uns gegenseitig zusprechen. Jesus ist auferstanden. Und dann dürft ihr natürlich dann gerne antworten, wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Amen.